Marc Bennecke, Biologe, vorgestellt haben wir dich. Insekten sind, kann man das sagen, deine Freunde? Du bist ja, privat, auch beruflich natürlich. Wir kommen gleich noch zu deinem Beruf, Insektenfreund. Woher kommt das? Ich glaube, also ich habe mal meine Tante und meine Oma und so gefragt. Die haben gesagt, du hast als Junge halt alles eingesammelt und immer mitgebracht und so. Ich glaube, mehr ist das gar nicht gewesen. So kindliche Freude, und die haben dann aber scheinbar nie was Negatives darüber gesagt und so. Hat sich dieses in mir, dieser Keim entfaltet sozusagen, weil keiner das irgendwie seltsam fand. Sind Insekten wichtig für den Planeten? Ja, alle Lebewesen sind gleich wichtig, ne? Aber wir haben jetzt gerade, also ist jetzt eine Studie rausgekommen vor einer Woche, wie krass das nicht nur in Naturschutzgebieten ist, die neben irgendwelchen Feldern liegen, sondern dass auch in Wäldern der Rückgang sehr stark ist. Also alles deutsche Studien mit sehr, sehr, sehr hoher Stichprobenzahl. Und sagen wir mal so, also Charles Darwin hat schon ein Buch darüber geschrieben, dass wenn die Regenwürmer immer weniger werden, dass natürlich die Erde nicht mehr funktioniert. Und das mit den Insekten, das ist wirklich, also was du meinst, dieses Unaussprechliche, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, was man da sagen soll, als ihr euch gerade unterhalten habt über diese merkwürdigen Zitate. Und so ist das auch. Also als ich das erste Mal gehört habe, so wie, was, wir haben 75% Rückgang der Insekten innerhalb von 25 Jahren, das ist ja der Weltuntergang. Hallo? Ist hier irgendjemand wach oder so? Ne? Und dann war ich auf dem Kongress der Fliegenkundler und Fliegenkundlerinnen, der war in Namibia, und dann habe ich die Studie auch vorgestellt, weil die Deutsch waren, und selbst die Kollegen und Kolleginnen waren alle so wie, ja, nee, das kann nicht sein und so. Das war too much einfach, weil natürlich das ist ein riesiges Lebensnetzwerk, und diese Knotenpunkte werden halt von allen Lebewesen zusammengehalten. Es gibt ja keine zufälligen Lebewesen. Ja. Die haben ja alle ihre kleine Ecke, ihren kleinen Knotenpunkt im biologischen Netz. Also das ist schon Und wenn jetzt in Zeiten des Klimawandels diskutiert wird, ob das Verzehren von Insekten möglicherweise statt des Fleischkonsums die Rettung sein könne, dann sagst du laut nein, 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 nein. Ja, genau, das ist natürlich Quatsch. Also schon wieder die nächste Monokultur anzufangen, wo wieder nur Antibiotika oder Anti-Milbenmittel oder irgendwas Anti eingesetzt werden müssen. Das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Monokulturen sind immer Quatsch. Und sieht man, in Deutschland kennt man es aus den Wäldern am besten. Ne? Da hat man diese verspargelten Wälder. Es gibt ja in Deutschland eigentlich fast gar keine Wälder mehr. Kann man ja mal googeln, Wälder, Naturschutzgebiete Deutschland. Da treten einem wirklich, echt jetzt die Tränen in die Augen. Also nicht nur in Anführungsstrichen. Die meisten Leute wissen das überhaupt nicht, dass es überhaupt keine Wälder in Deutschland gibt. Und jetzt in Osteuropa gerade, während wir reden, alle abgeholzt werden, um Pellets herzustellen für angeblich Natur- und CO2-neutrale Energieherstellungsmethoden. Also es ist schon krass, das aus biologischer Sicht mitzuerleben. Ja. Du bist eine Koryphäe, eine Berühmtheit, kann man, glaube ich, auch sagen, der Kriminalbiologie. Du kommst aus einer Familie, in der das Studieren nun wahrlich nicht alltäglich war. Wie war dein Weg in diesen Beruf? Alltäglich, das hat gar keiner studiert. Wolltest du das jetzt freundlich formulieren? Ich wollte es freundlich. Ach so, ja. Ist aber schön, dass du es korrigierst. Ja. Was war deine Frage, ob das wie dein Weg in diesen Beruf war? Ja, wie gesagt, also meine Familie war immer so, ja, wenn der halt Sachen sortieren will und sammeln will und so, dann soll er das auch studieren. Nee, überhaupt nicht. Nee, davon war nie die Rede, nicht ein einziges Mal. Sondern nur so, lass ihn halt einfach da in seinem Kinderzimmer sein. Er will halt auch keinen Sport machen und nicht in die Sonne. Und also natürlich sind wir dann am Wochenende so rausgegangen und haben dann gemeinsam als Familie was gemacht. Aber wenn ich alleine meinen Krimskrams machen wollte, mein Bruder auch, der ist Softwareprogrammierer, dann durften wir das halt einfach so machen. Also das war einfach nur eine freie Entfaltung, ohne irgendwelche Hinweise, willst du nicht mal was draus machen oder so, sondern gar nichts, einfach gar nichts. Im Studium in Köln warst du in Unterlagen, Studien, Bücher aus der DDR vernarrt. Woher kam diese Begeisterung? Nee, das ist eigentlich erst später gekommen. Also ich habe natürlich damals, also es war so, neben mir war ein Kollege oder im selben Gebäude in der Zoologie, der war befreundet mit dem Leiter der Rechtsmedizin aus Ostberlin, Professor Prokop, dessen Biografie ich auch geschrieben habe. Und das war einfach sehr, sehr interessant, dass ich da schon, ich bin auch so früher, man durfte ja früher einen Tag in die DDR fahren. Das haben wir früher einfach auch so gemacht. Und auch da hat nie jemand was gesagt, warum machst du das? Findest du das nicht komisch? Was soll das? Sondern wir fanden das einfach interessant. Und so habe ich da auch einen sehr entspannten Umgang gehabt, was du auch vorhin meintest. So, ich weiß das überhaupt nicht, wo irgendwer herkommt. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist mir das total egal. Und so kam das, dass ich dann am Ende immer der Einzige war, der jemanden kannte, im Osten oder in Mitteldeutschland oder so. Nicht so, hä? Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Ne? Heute bist du weltweit unterwegs, unter anderem nach Cambridge und Harvard, weil du in einem, wie soll man sagen, Kuratorium bist, in einer Stiftung bist, die den Spaß-Nobelpreis vergibt.
Was tut ihr da? Wissenschaft und Humor? Ihr sucht die groteskesten Fälle, die es nur geben kann? Grotesk würde ich es nicht nennen. Also es sind Forschungssachen. Unser Chef ist sehr pädagogisch, der Mark Abrams. Der sagt immer, man soll erst lachen und dann gucken, wozu die Studie gut ist. Ne? Also damit man was über Forschung lernt. Ich würde sagen, es reicht, wenn die Leute lachen. Ist egal, ob die das verstehen oder nicht hinterher. Und er macht dann sehr viele Übungen. Zum Beispiel die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssen dann innerhalb von einer Minute, egal wie kompliziert ihre Forschung ist, das erklären können. Das ist super lustig. Das geht nämlich ohne Fremdworte natürlich auch. Also das ist auf der Seite was. Und fürs Publikum gibt es auch immer was. Da kommen die Leute vom MIT und von Harvard University. Das sind halt alles so die super mega Schlauen. Und da laufen auch wirklich ohne Quatsch. Also wenn du da über die Wiese gehst, läuft dir sofort Nobelpreisträger über die Füße. Und du so, war das nicht gerade? Und dann, ne? Also dann so, hä? Ja klar, der arbeitet hier. Wo ist das Problem? Also da versuchen wir einfach mal alle zusammen sozusagen für Wissenschaft zu begeistern. Aber umgekehrt auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dafür zu begeistern, mal mit sich verständlich auszudrücken. Also wir haben früher auch gerne Interviews mit echten Nobelpreisträger noch reingemischt, zum Beispiel, wie oft kannst du deinen Teebeutel auskochen? Und dann hat halt super ernst der Chemie-Nobelpreisträger gesagt, also ich koche ihn zweimal aus, man könnte aber auch dreimal machen, hängt wiederum von der Menge ab und dann wird es ganz chemisch. Das kann man ausrechnen. Ja. Da kann der, glaubt er, ausrechnen. Ne? Oder wie lange kannst du deinen Keks in den Tee tauchen oder in den Kaffee, damit der nicht abbricht und lappig wird, sondern dass er gerade noch rechtzeitig rauskommt, gibt es eine richtige Formel zu. Die stimmt auch, die Formel, also das kann jeder zu Hause nachprüfen. Das so, geht um die kleinen Kapillaren in den Keksen. Hängt natürlich davon ab, ob die rechtzeitig aus dem Ofen genommen wurden oder nicht. Das ist natürlich auch davon abhängig. Also weißt du, so mixen wir das einfach zusammen, dass die ganzen Super-Nerds, die auch sozial jetzt nicht so stark sind, mal mit den anderen Leuten reden und sich gezwungenermaßen vermischen. Ja. Und sich normal auszudrücken. Genau, versuchen. Und umgekehrt, dass man aber auch mal überlegt, was machen die Nerds eigentlich, weil vieles wissen die auch nicht. Zum Beispiel meine Frau saß neulich so da und hat so vor sich hingeguckt, nicht so, worüber denkst du jetzt gerade? Sie so, ich glaube persönlich nicht, dass das Weltall sich immer weiter schnell ausdehnt, weil wenn das immer schneller gehen soll, ich glaube eher, dass wir in so einem Quantenuniversum leben oder so. Und dann ist natürlich, normalerweise sagst du dann so, ja, okay, und was essen wir nachher? Ne? Also um da irgendwie das Thema abzugehen. Aber das ist aber eigentlich interessant, was die Nerds auf einmal da so sich so denken. Und also der normale Mensch soll dann auch mal den Nerd ansprechen, worum es da jetzt gerade geht. Man kann auch die Dauer einer Ehe vorausberechnen. Ja genau, das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Also die Eheformel, die basierte darauf, dass die Kollegen beobachtet haben, dass wenn du ein paar kurz trennst, also so unter irgendeinem Vorwand, gehen Sie mal kurz in den Raum, sie kriegen dann hinterher irgendwie Bonbons oder 10 Euro oder das ist eine wissenschaftliche Studie, dann ziehen sich Leute auch gerne weißen Kittel an, weil manche Leute denken, Wissenschaftler hätten weiße Kittel an. So, und dann guckst du, wie die Leute reagieren. Zum Beispiel, was machen sie, wie verhalten sie sich und vor allen Dingen, wie verhalten sie sich, wenn sie wieder zusammen sind. Und dann unter irgendeinem Vorwand kannst du sagen, ja, reden Sie mal über Geld oder über irgendwas Sexuelles oder über die Kinder oder irgendwas. Und dann guckt man, wie sehr die auf ihre jeweiligen Argumente eingehen. Also wie verhalten sie sich getrennt und wie wenden sie sich aneinander zu? Verrollen die Augen, während der andere das nicht sieht? Oder lassen sie sich vom Charme des anderen überzeugen oder nicht, wenn es um so ein gemeinsames Thema geht? Und da kannst du mit einer sehr über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit einer hohen Stichprobenzahl, ich habe mal angeguckt, 700 Paare wurden untersucht, kannst du wirklich vorhersagen, wie lange die partnerschaftliche Beziehung oder Ehebeziehung halten wird. Ja, es funktioniert tatsächlich. Kommen wir zur noch ernsteren Wissenschaft. Dann spiegst du direkt das Thema ab. Ja, ich wollte sagen, kommen wir von der humorigen zur ernsthaften, aber es ist ja nicht humorig. Es ist ja durchaus Studien. Es ist ja durchaus sehr, sehr, sehr relevant. Kommen wir also zur noch ernsteren Wissenschaft. Na, weil dahin will ich natürlich unbedingt. Du durftest nämlich in Moskau den Schädel Adolf Hitlers untersuchen und... Warum? Ich finde das mit den menschlichen Beziehungen ernster, persönlich gesagt, weil der war ja schon tot, ne? Hitler lag da nur noch. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Also das war so eine kurze Zeit der Öffnung in Russland, also Sowjetunion. Und ich habe wahrscheinlich so einen niedlichen deutschen Akzent, wenn ich spreche auf Amerikanisch und in anderen Sprachen. Und dann haben die vielleicht gedacht, ach, der süße Nerd, der kann das jetzt erklären, der ist irgendwie harmlos. Mhm. Da stecken natürlich alle Geheimdienste dahinter, der englische Geheimdienst, ne, der britische US-Geheimdienst, FSB, also der russische Geheimdienst. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich einfach den harmlosesten Menschen ausgesucht, den sie gefunden haben. Ich habe keine Ahnung. Oder sie hören meine Sendung im Öffentlich-Rechtlich. Ich mache seit über 20 Jahren so eine Wissenssendung jeden Samstagmorgen. Vielleicht sind die alle Fans. Was hast du festgestellt über die Todesursache zum Beispiel? Ja, ich liebe ja deine Forschungen, wenn du den Einfallwinkel berechnest oder wie das Blutspuren. Blutspuren, was sich daraus ableiten lässt. Was hast du bei Hitler festgestellt? Wir sollten vielleicht kurz sagen, was man auf dem Bild sieht. Bitte auf dem Bild sieht. Das ist die Archivleiterin, die mit der Kiste, wo Operation Mythos drauf stand, das ist der Codename von der Operation als Hitler, der lag ja in Magdeburg, war der ja begraben. Ich liebe auch die Fotos im Hintergrund. Ja,
das, ich dachte auch, ob die aus Medizini sind das, oder sowas, aber das sind da so kleine niedliche Hunde und Wölfchen und sowas. Und da ist auch, wenn man genau hinguckt, da ist so ein weißer Topf in der Mitte oben, da ist so eine tote Büropflanze drin, die da vertrocknet ist. Also da, und das, und, aber wir, ganz ernsthaft, wir sehen den Schädel Adolf Hitlers. Wir sehen den Schädel Adolf Hitlers in einer 5¾-Zoll Floppy-Disk-Box, weil die hat so ein kleines Schlösschen vorne, damit das also gesichert da drin ist. Das ist also dieses Plastik- oder Plaste-Ding, was man da vorne sieht. Und das wurde von der Geheimdienst, also vom SMERSH, das war der damalige Geheimdienst, der mit nach Berlin gekommen ist, wurde das dann nach Moskau gebracht. Und der Rest von Hitler, also die Ausschussöffnung wurde mitgenommen und die Zähne. Das ist die Ausschussöffnung, die man da so im Hintergrund so ein bisschen angedeutet sieht. Und der Rest war halt in Magdeburg begraben, weil das eben gute Merkmale zur Erkennung sind. Also an der Hand der Zähne kannst du erkennen, dass es wirklich Hitler ist, weil man hatte Röntgenbilder nach diesem Bombenattentat. Da hat er immer Kopfschmerzen gehabt. Der hat übrigens sich auch extrem schlecht ernährt und hatte eine katastrophale Lebensführung und war deswegen super krass körperlich auch vorgealtert und auch drogenabhängig, von Crystal abhängig und so. Also der war wirklich alles falsch gemacht, körperlich. Nicht nur jetzt, ich meine es nicht politisch und sonst wie. Nee, ich meine das ganz ernst. Also das hat sehr, sehr viel auf den Kriegsverlauf auf Einfluss genommen, weil er dadurch auch strategische Entscheidungen an seinen Gesundheitszustand geknüpft hat. Und dadurch hatten wir halt Schwierigkeiten und waren froh, das mal live zu sehen. Also diese Zähne als echte Identifizierung, die man mit dem Röntgenbild zur Lebzeit vergleichen konnte, und die Ausschussöffnung, weil Stalin gesagt hatte, nee, der hat sich vergiftet, Otto und Stalin, nicht meine Worte, wie ein Weib. Ne? Und das war dann, sollte so ein Märchen sein, dass Hitler sich nicht wie ein tapferer Soldat erschossen hat, sondern vergiftet wie eine Frau. Und so. Was konntet ihr belegen? Dass er sich vergiftet und erschossen hat, das geht nämlich auch problemlos, weil wenn du Kaliumcyanid nimmst, dann hast du natürlich noch lange Überlebenszeit. Das ist so, als ob du nicht mehr atmest. Also ne, wenn du die Luft anhältst, kannst du ja auch noch lange rumrennen und natürlich locker noch dich und deine Frau erschießen. Das hat er auch gemacht. Und gleichzeitig konnte man anhand der Zähne sehen, dass Hitler halt, wenn er noch lebt, dann halt keinen Ober- und Unterkiefer mehr hat. Ne? Also weil manche Leute ja glauben, der lebt noch irgendwo in Argentinien oder in Japan oder so. Das ist also eher nicht der Fall, ja.